Moin moin und willkommen zu einem neuen Comic-Review hier im Nerdherd. Avengers Age of Ultron, die offizielle Vorgeschichte zum Film. Marvels Avengers kehren auf die große Leinwand zurück. Und was wäre eine bessere Vorbereitung als die offizielle Comic-Adaption des ersten Blockbusters, in dem es Furies Heldentruppe mit Loki und den Chitauri-Aliens aufnehmen muss. Außerdem, welche Schlachten schlugen Cap und Co. seit dem ersten Film? Und sind sie bereit für einen Gegner wie Ultron? So heißt es auf paninicomics.de als Hinweistext zu diesem Comic. 68 Seiten seit dem 14. April erhältlich. Enthält die Originalgeschichten Marvels The Avengers 1 bis 2 und Avengers Cinematic Infinite Comic 1. Im ersten Teil des Comics, was halt jetzt gerade vor mir liegt, ist es so, dass der erste Teil der Film, der Blockbuster Avengers, zusammengefasst wird, die wichtigen Momente des Films sozusagen, Erwachen des Tesserakts, über das Zusammenkommen der Avengers, das Rekrutieren durch Fury, Loki in Stuttgart und der erste Kampf, die Avengers Seite an Seite, dann natürlich die Probleme untereinander, die dazu führt, dass Loki Agent Coulson tötet, der Kampf gegen die Chitauri und natürlich auch das Ende, in dem Thanos seinen Respekt gegenüber den Menschen äußert. Danach gibt es eine Brücke zwischen Teil 1 und Teil 2. Und zwar werden dort zum einen die Zwillinge, Pietro und Wanda Maximoff, vorgestellt. Was ihre Beweggründe sind, sich Hydra anzuschließen, was im Film aber noch weitaus mehr vertieft wird. Und deswegen will ich da auch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber natürlich interessant für alle, die sich mit dem Comic-Universum auskennen, sind ja Pietro und Wanda Maximoff die Kinder von Magneto. Also Magnus Maximoff eigentlich ja. Und dementsprechend Quicksilver und Scarlet Witch eigentlich ja Mutanten und dementsprechend eine erste Verbindung der X-Men oder des X-Men-Universums mit dem Avengers-Universum, was ja in aktuellen Universen häufig gemacht wird mit Avengers vs. X-Men, A plus X, und jetzt kommt ja auch bald schon wieder der neue Event, ich gerade den Titel nicht auf dem Radar habe, das gucke ich nebenher nochmal ganz schnell durch, aber dadurch natürlich eine interessante Situation hier, weil das jetzt auch natürlich Spekulationsraum gibt, wird es auch in Filmen dazu kommen, ja, und das auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie ich finde. Und dazu gibt es in dem zweiten Teil des Comics ebenfalls die Vorstellung von Strucker, Baron von Strucker, der ja den Tesserakt stiehlt, was ja zu Beginn des zweiten Teils, also Age of Ultron, ja schon ein Fakt ist. Und in dem Comic gibt sozusagen die Geschichte, wie das eigentlich passiert ist. Und deswegen ist das wirklich eine wunderbare, wie sagt man denn, ja, Überleitung, Brücke zwischen diesen beiden Teilen, weil man nimmt der Story des zweiten Teils nichts weg, sondern man baut kleine Teile ergänzend dazu. Und man lernt ein bisschen was von Sokovia kennen, der Ort, an dem ja jetzt Hydra dann sozusagen ihre Basis hat und warum die Einwohner dort dann vielleicht auch eher zu Hydra halten. Und all das wird ja im Film dann am Ende sehr, sehr wichtig. Und die ganzen Experimente, die Strucker und Hydra dort mit diesen ganzen Freiwilligen tun, an denen sich ja dann, wie wir wissen, nur Quicksilver und Scarlet Witch verbessert haben, so heißt es ja. Also Mutanten werden. Und deswegen, ja, für mich die Frage halt, ist das schon der erste Übergang für ein mögliches A versus X, A plus X, und ich hab's gerade nochmal kurz nachgeschlagen. X ist natürlich der ganz neue Event, der jetzt startet im Juni. Avengers and X-Men Axis, wo ich übrigens dieses Logo richtig cool finde mit dem, wo man das auf den Kopf stellen kann, also so ein Anagramm, sowas finde ich immer sehr cool, gibt es auch bei Illuminati, wo man das Illuminati einfach auf den Kopf stellen kann und es ist trotzdem noch Illuminati, ist bei Axis jetzt genauso. Sowas finde ich sehr, sehr schön. Und das war es eigentlich auch schon. Warum ich aber eigentlich dieses kurze Special in Anführungsstrichen mache, um euch darauf hinzuweisen, dass wir ein Podcast-Special zu den Avengers machen werden.
Und zwar über den ersten Film, auch über die anderen Filme abseits des Avengers-Universums, die es bisher so gibt. Was fanden wir bisher so gut? Ich werde natürlich auch nochmal hier das ein bisschen weiter ausführen. Wir werden auch ein bisschen inhaltlich über den zweiten Teil reden. Also das werden wir aber dann eingangs sagen, dass ihr auch Spoiler dann vorkommen. In diesem Teil jetzt gerade nicht, aber dann werden wir darüber reden. Und es soll entsprechend darauf hinweisen, dass wir am Freitag ein Avengers-Special aufnehmen werden im Nerdhurt-Podcast, den es dann Richtung Wochenende auf jeden Fall auf YouTube zu hören gibt. Und dann weitaus mehr zum Marvel Cinematic Universe. Denn seit dem 23. April gibt es ja Avengers Age of Ultron im Kino. Ja, das war's schon von mir. Das ist ganz, ganz kurz. Und ja, für alle, die den Film vielleicht noch sehen wollen, ist das trotzdem ja nicht ganz, ganz interessant, ganz kurz zu wissen, was hier dazwischen ist. Deswegen kauft euch das Ding. Es kostet nur 5,99 und es sind 68 Seiten. Und es ist wirklich eine gute Sache. Man muss den Film sogar, den ersten Teil, nicht nochmal richtig gucken, weil alles Wichtige hier mit drin ist, in zwei Teilen. Im ersten der ursprüngliche Avengers-Teil zusammengefasst, im zweiten Teil ganz kurz die Vorgeschichte auf Age of Ultron und deswegen eine wunderbare Überleitung zwischen diesen beiden Filmen und jeden Cent auf jeden Fall wert auf paninicomics.de zu erwerben. Gut, das war's schon von mir und mein nächstes Comic-Review wird Thunderbolts 1 und sehr wahrscheinlich danach Rocket Raccoon 1. Das also ein Mini-Ausblick auf das, was in Comic-Review-Form kommt und natürlich nicht vergessen, den Avengers-Podcast gibt es dann mit Jan zusammen und dann gucken wir mal ein bisschen, was das Marvel Cinematic Universe so hergibt. Ja, das war's schon von mir und macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Winke, winke.